Ja, hallo, und da sind wir wieder mal bei Hexe 2. Ja, diesmal nicht unterwegs, sondern wieder schön in der Basis. Der Loot wurde dann doch ein bisschen zu viel. Hier ist alles drin gelandet, was nicht mehr in unser Lagersystem passte. Muss ich mich mal drum kümmern. Auch diese Totems of Undying, komplett extrem. Bezweifle ich, dass wir die jemals brauchen werden, weil wir haben so viele Herzen. Außer die Monster werden natürlich jetzt schwieriger. Das habe ich jetzt immer umgestellt, dass die sowohl, je weiter man weg man vom Spawn ist und je länger man sich in der Welt aufhält, desto stärker werden die Monster. Also doppelt quasi. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auswirken wird. Über die Zeit wird es natürlich nur noch stärker werden. Also die Monster werden stärker werden. Und wir bleiben ja relativ auf derselben Stufe. Wir können das zwar aufleveln, das Schwert, aber viel stärker als das wird es ja dann auch wieder nicht, weil ist ja einfach schon OP. Ich bin echt gespannt, ob man das noch irgendwie mal sich dann balanced, mehr oder weniger. Und was wir noch im Inventar haben, könnte schon Aufschluss darüber geben, was unsere nächste Nahrungsquelle wird. Nämlich diese extremen Brote, die man sich hier rauszimmern kann. Ich glaube, wir brauchen hier nur drei. Heilige Scheiße, Glowing Bread? Komplett voll. Ob das geht, werden wir sehen. Alter, das ist natürlich schon extrem. Haben wir Condensed Potion Vials. Okay, die müssen wir tatsächlich danach nur noch füllen, ne? Apothecary Cauldron. Seit wann muss man das denn in dem machen? Von Reliquary. Das war damals aber anders. Das müssen wir definitiv mal aus Jux machen. Wir müssten uns eigentlich auch ein kleines Hütchen bauen, wo wir so Zauber-Alchemie-Kram machen. Auch wo der Brauchstand hinkommt. Zauber, ich würde den auch nochmal woanders hinbauen. Das passt hier einfach. Also es ist schön und nett hier. Aber das hier oben, gut, die Decke haben wir auch nie gemacht. Nee, das werden wir ändern. Wir werden hier ein Zauberhütchen irgendwo bauen. Irgendwo müssen wir mal gucken. Naja, wir nehmen auf jeden Fall noch die Skuas, solange sie passen. Und der Rest Brot und Vials. Die kommen erstmal hier wieder rein. Zack. Und Brot kommt natürlich wieder zu unserer Nahrung. Brot an sich brauchen wir an sich nicht. Sehr schön. Hier ist alles eingelagert. Da würde ich sagen, das nehmen wir uns mit. Nehmen uns die beiden Schere und Brot mal so als Notfallreserve mit. Genau, dann passt das Ganze ja. Und dann können wir noch schlafen. Oh, es sieht schon sehr gut aus. Ah, es hat schon was. Es hat schon echt was. Mit Shader und dem Nebel da im Hintergrund. Es ist echt schon schön. Das hat echt was. Das hat echt was. Je mehr man Minecraft spielt, desto weniger lässt man sich eigentlich auf diese Szenen ein. Aber trotzdem. Ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde. Also so vom Ambiente her. Das ist schon was, das ist schon was. Müsste man sich viel mehr eher drauf besinnen. Auch in echt natürlich. Nicht nur in Spielen. Aber naja, das ist jedem selbst überlassen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt weiter zu unserem gewünschten Dungeon. Denn der war nämlich hier. Machen wir uns mal ein Highlight. Wieder extravagant, wie man es kennt. Wir wollen hier hin, genau. Wir werden natürlich ein paar Mal uns noch abstoßen müssen, aber eh klar. So. Okay, die Welt baut sich auf. Wieder eine neue Session. So, aber wir sind, glaube ich, schon bald da, ne? Ist das hier schon neue Chunks? Ja, okay. Hier kommen wir nicht mehr hin. Aber hier, gut, dann ist wieder Zeit für ein bisschen. Ach, das... Oh ja. Na, führt ihr einen kleinen Kampf? Gewinner! Ja, und tschüss. Alter. Erstmal alle Ziegen hier befreien. Ja, ich will nur, dass... Ich bin eigentlich professioneller Streitschlichter, wie man sieht. Oh, heilige Scheiße. Und das sieht... Oh, das sieht aber wieder gut aus. What the fuck? Yo! Ist das ein... Ist das hier auch ein Dungeon? Der ist hier drin, in diesem Berg. Jo, was? Okay, da kommen sie schon. Gut, es passt vom Sandstein leider nicht, aber es ist echt schön. What the fuck? Das passt echt gut hier vom Design her. Und vor allem auch der Berg hier so. Das ist echt, also... Das ist schon nett gespawnt. Okay, jetzt wird aber Zeit für... Nochmal das nächste. Rein geht's. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Zombies, okay. Nieder mit euch. Na, ihr? Habt ihr Bock? Guten Tag.
Schön eingefroren, ihr Penner. Oh, das sieht auch ordentlich. Der schmeckt den. Gar nicht mal so schlecht, ne? Oh, ihr Pferde, wir müssen unbedingt mehr mit Okuchas machen. Ist nochmal so eine Sache. So, Skua reindödeln. Zack. Oh, hier, der Bär hat ordentlich gefressen, ne? Kann das sein? Na, du Penner. Das kann ich auch. Der hat auch nicht getroffen. Jo, betreib mal. So. Alter, wie ich sie höre. Na ihr, ho! Kommt mal alle her. Oh, hier ist ein Spinnenspawner. 24, das ist schon mehr. Und der Zombie hat 38. Und 45, ja, ja, die haben mehr. Holy shit, Raufelkopter. So, nieder mit dir und weg mit dem Spawner. Blum. Mach mal hell. Okay, hier können wir mal aufmachen. Gucken erstmal, ob außenrum, genau. Ihr kleinen Penner. Wunderbar. Na, ihr habt ja eine schöne Unterhaltung. Hier, Hauptsache ich bin der Ding, der getroffen. Ja, du willst trinken, das denke ich mir aber auch hier. Nichts gibt's. Oh, Häschen. Gut, haben wir hier noch einen? Nein, hier ist wieder der Bär. In Ordnung. Nochmal kurz reingehauen. Das ist eine Landschaft hier, echt sexy. Mit diesem Berg von der anderen Seite sah vielleicht gut aus. Müssen wir wieder umziehen. Oh, Death Creeper. So nicht. So schnell gibt's hier keinen Tod. Okay, SS, genau. Essenzen. So, tun wir mal alles weg hier. Tentleather, okay, auch wieder Tier 3 Leder. Bull Leather, oh, für Chocolate Quest. Very high quality leather. Lustig. Da müssen wir uns das echt mal anschauen. Gut, hier markieren wir mal. Okay, Difficulty schon auf 11. Es geht auf jeden Fall noch tiefer. Ja, ja, der ist auch von damals noch. Gucken wir mal, was es hier oben gibt. Oder ob hier nur ein Ausguck ist. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ah, hier gibt's bestimmt Leute hier draußen auch noch, ne? Ja, oh, Alter. Ihr Penner. Schön eingefroren, die Deppen. Na? Das kann ich auch. Das ist eine lustige Spur hinter sich. Alter. Kann gut zielen. Alter, aber echt. Alter. Ja, schießt euch euren Zombie-Freund an. Oh. Okay. War das beide? Verrückt. Und schöne Sachen. Ich riech schon wieder Eisen, Alter. What the fuck? Es geht aber runter wie Sau. War das nicht die Skuas Geschichte? Können wir das neue Glowing Bird ausprobieren? So, alles rein. Okay, wir jetzt Kiste mitnehmen, wie man es kennt. Alles leer gelootet. Jetzt wahrscheinlich hier wieder eine, ne? Ja. Oh, wow. Okay, das war eine lahme Kiste. Na du? Okay, die Assis da hinten. Ah, man kann nichts anfangen, wenn die schießen. Unsere Rüstung. Oh, shit. Rüstung war auch schon mal besser dran. Ihr Penner. So, du auch. Okay, okay. Oh, wieder viel Essen. Alles mitnehmen. Wunderbar. War man da drüben schon? Na, weil direkt neben dem Eingang hätte was sein müssen, ne? Nee, da ist noch was. Kommen wir hier noch rum? Nee. Aber wir haben ja... Ob das passt, müssen wir mal ausprobieren. Nein, nicht ganz, aber wir können hier wieder hoch. Wunderbar, den Loot wollen wir nämlich eh noch mitnehmen. Essenzen, paar Eisensachen und Silber. Ne, Zinn ist es. Ein toller Skua. Okay, wieder Nahrung en masse, Alter. Das brauchen wir auch niemals selbst uns farmen. Das kommt echt in den Truhen vor. Auch schon wieder ein Potpourri aus allem. Und jetzt geht es weiter nach unten. Putz. Ich bin mal gespannt. Oh, es wird wieder dunkel. Holy shit. Oh, das sind auch wieder einige. Ja, die brauchen schon. Oh nein, das ist Sticky. Scheiße, Mann. Okay, die sollen erstmal hier hochkommen. Oh, der tut weh. Der Regen.
Oh nein, wehe da unten. Okay, der ist am Arsch. So. Schnell wieder Schwert. Und das will sowas von am Arsch. Davon haben wir leider kein Backup gemacht. Oh, Alter. Bleib mal geschmeidig hier. Okay, ihr Leben. So viel Leben haben sie dann doch abgezogen. Es ist also jetzt nicht mehr so ganz. Also man merkt schon auf jeden Fall die Schwierigkeitssteigerung. Oh, Creeper. Alter, das hat gezwirbelt. What the fuck? Okay. Alter, jetzt mal los hier. Alter, ah, du blöder Pisser, Alter. Das ist das Blöde halt mit dem... Oh, Alter. Oh, nein, Alter, ich dachte schon, das ist auch, Alter. Du Affe, Alter. Löschen. Alter, der ist Fury, okay. Nee, nicht. Alter, er hat's geschafft, okay. Oh, meine Güte. Meine Güte hier. Ist, aber man merkt schon, da tut sich was hinsichtlich der Schwierigkeit. Auch wieder Essen, Alter. Der Skua. Also das Gefühl, es wirkt sich auch auf den Hunger aus, aber es ist ja Quatsch. Okay. Lagern wir mal schnell ein. Ja, ist schon wieder alles, was wir jemals hätten einlagern können. Ach du Scheiße. Oh, hier ist auch dunkel. Aber es ist wieder der andere. Warum? Ah ja, okay. Das Pferd erstickt einfach, das ist in Ordnung. Ja, ja. Hier haben wir Teppich, roten Teppich. Jetzt haben wir Oh, herrje, da sind wir auch wieder Zombies. Aber ich glaube, da gibt es auch einen vernünftigen Abstieg. Endstein, stimmt, das war immer, wenn man Endstein für Rezepte brauchte, hat man immer diese Dungeons besucht. Ich erinnere mich an Hexit oder Hexity. Wer es sich noch erinnert, Alter, Hexity. Heilige Scheiße, es war Hexit 1 Multiplayer-Projekt für alle, die es nicht kennen. Werden einige noch kennen, die so lange dabei sind. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend damals. Mit all den Leuten, die absolut gar keinen YouTube mehr machen. Okay, ist die Frage, gibt es hier wirklich keine Treppe? Muss man sich einfach unten in den Kampf stürzen? Ich will mich da... Na, gehen wir mal hier runter. Holy shit, okay. Es ist auch wieder einiges. So, ihr Penner. Oh, der drauf kommt da. Okay. Die halten auf jeden Fall mehr aus und das wird dann uns ein bisschen in Schwierigkeiten bringen. Wenn wir das Schwert mehr abnutzen dadurch und das eventuell kaputt geht. Dann brauchen wir mal so, müssen wir uns langsam mal über so Backups mal Gedanken machen. Ob wir da irgendwie noch eine Waffe uns holen. Alter, wir müssen noch Zeug loswerden. Ja, zack, sortieren. Alle Kisten, die noch da sind, die haben dann noch unseren Loot. Holy shit, Rare Brewing, More Creatures, Mantikov, Equilibrium. Na du? Alter. Wunderbar. Die können wir übrigens auch, kann man sich auch zähmen, indem man halt viele tötet und dann kriegt man Eier von denen ganz selten. Und da kann man sich einen eigenen schlüpfen lassen. Mantikor ist halt richtig gut, da braucht man nie wieder diese Flitsche zum Reisen. Hier ging es runter. War das zu? Nee, es war einfach hier. Okay. Ah, okay, war ich mal blind. Alter. Weg mit dir. Okay, Mantikor. Schluss mit dir. Chitin. Schade, aber keine. Alter. Okay, die haben Bock. Und ich höre noch jemand anderen jaulen. Das klingt irgendwie nach Werwolf. Xiraxis. Geht's da wieder tiefer? Ja, da geht's wieder offiziell tiefer. Das war unser, ja. Wie sagen wir mal alles? My Animal. Was? Bei Carsten. Oh. Alter. Okay, jetzt reicht's. Oh ja, der Heiler. Der muss erstmal weg. Dann musst du weg. Oh, Alter. Okay. Jetzt ist er weicht. Oh. Nein, Xiraxis ist ein Roffelkopter. Erstmal hier seine Schergen kaputt machen. So, du kleiner Penner. Du kleiner Pisser. Okay, aber er ist halt einfach nur ein Schleimmensch, warum auch immer der hier ist. War der damals auch schon der Boss? Komischer Typ hier.
Und hinüber. Regenerating Slime Ball. Amazing. Slime with regeneration powers. The fact that it always returns to the same shape makes it difficult to work with, but the right craftsman could probably use this to make some gear with health manipulating abilities. And any weapons that use slime as ammo are going to get a lot out of this stuff. Okay, auch wieder was zum Handeln. Sehr nett. Und Boss-Truhen, da bin ich mal gespannt. Sehr schön. Oh, hier ist der Werwolf. Na du? Okay, der wird uns gleich angreifen. Egal, ist auch gar nicht das richtige, die richtige Waffe dafür. Ah, wir können spammen. Ciao. Oh, noch einer. Na du? Die sieht auch gut aus. Und tschüss. Oh ja, wir haben einen goldenen Apfel. So, Skua rein. Sehr schön. Können wir mal hier mal wieder hell. Wunderbar, schön. Diamond House Armor und schön Blöcke von Metallen. Und ein Monking Sword, okay. Warum auch immer hier. Hinterfrag ich aber nicht. Und schon mal Inquisition und den Thunderstaff. Konnte man damit nicht auch fliegen? Das war doch auch ziemlich OP. Dann. Okay, wir sollten aber jetzt. Ja, wir stellen jetzt mal eine Doppeltruhe auf hier. Da packen wir hier dieses Steinzeug rein. Aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, wir haben echt viel Zeug gesammelt. Holy shit. Packen wieder mal alles rein. Sehr schön, sehr schön. Blöcke können wir auch direkt klein machen. Die haben wir eh nicht als Blöcke bei uns im Lagerungssystem. So, oh ja. Schön wieder die Farmarbeit für uns erledigt. Ja, in der Höhle sehe ich mich erstmal nicht mehr hier gehen. Oh shit, auch wieder einiges an Zeug, ey. Meine Güte. Nehmen wir mal rein und gucken mal, was auch in unseren Rucksack passt. Bisschen Zeug passt rein. Okay, passt aber. Wunderbar. Zu. Und gucken wir mal, was uns alles reingönnen können. Die meisten Sachen sind aber einzelne Items. Genau. Das können wir auch nicht mal. Wunderbar. Aber das war hier die Struktur. Absolut irre. Das war hier. Was? Normaler Slimeball auf diesem Akazientisch. Okay, hier geht's hoch. Sehr nett. Okay, wir haben wieder normale Musik. Ist ja alles in Ordnung. Ui. Aber auch wieder Zeug. Holy shit. Bound Leather. Okay. Auch wieder Geschiss. Oh Mann, ey. Wir kriegen hier nichts unter. Das ist echt unglaublich. Nee, muss ich mir auch merken. Muss ich dann später nochmal holen. Da sollten wir uns auch mal Gedanken machen. Irgendwie, beziehungsweise die Luggage, die können auch noch ein bisschen, ne? Ach Gott, hier ist, ja. Würde ich jetzt ungern durchmischen wollen. Wir packen hier so einzelne Sachen rein. Hier in diese Reihen. Einfach hier diese einzelnen, nicht stackbaren. Hier diese Stone Tools, die lasse ich jetzt auch da weg. Ja, aber gar keine Umschweife hier. Stone Tools kommen weg. Das kann hier ruhig in der Ecke verschimmeln. Das war ja hier von den Werwölfen. Dann würde ich den hier auch gern wieder aufsammeln wollen. Sehr schön. Gucken wir noch ein bisschen wieder mal zusammenräumen. Gut, dann wäre es das auch gewesen hier für diese Folge. Passt ja perfekt. Haben wir hier diesen Dungeon eben mal reingeworfen. Ja, auf jeden Fall, wie ich es schon angemerkt habe. Alter. Ja, Alter habe ich auch einige Male angemerkt, diese Folge. Wollen wir auf jeden Fall mit More Creatures Sachen machen. So ein paar Haustiere, vielleicht für die mal ein bisschen was bauen. Diesen Manticore würde ich sehr gerne als Haustier haben oder als Fliegtier. Da brauchen wir halt echt nicht mehr diese Slimeslingen und diese Sachen. Das ist zwar sehr nett, aber wir können wirklich umsteigen auf den. Und ja, wir müssen dafür einfach die dann auch farmen in gewisser Weise. Das heißt dann also mal einfach nachts, wie jetzt, raus in die Welt und die Viecher suchen. Irgendwo mögen die hier und nicht unsere Anwesenheit. Ha. Wow. Ja, draußen sind auf jeden Fall noch welche. Hier unschwer zu hören. Ich weiß aber gar nicht, wo die sein könnten. Naja, viele sind auf jeden Fall nicht mehr. Da steht fest, wir sind noch oben ein paar, die wir übersehen haben. Ja. Nee, gut, dann würde ich aber behaupten, ja. Mit More Creatures, das machen wir dann auch in den nächsten Folgen. Und außerdem auch Chocobos, das ist auch so eine Sache. Na du? Wunderbar. Ah, da hinten ist auf jeden Fall so ein Außenposten. Aber auch von... Auch Chocolate Quest, man sieht diesen grünen Spawner.
Sieht auch fast wieder aus wie der Außenposten, wo dann hier die Illusioner und Co. rumtingeln. Aber das ist eine Sache für eine andere Folge. Für heute verabschiede ich mich. Man sieht es beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hexe 2. Bis dahin, macht's gut und tschüss.